Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Nachdem wir im letzten Part so grandios verloren haben gegen ein Arktos, das einfach nur vollkommen unfair war, habe ich mir gedacht, komm, 8 Parts, das war's noch lange nicht. Deswegen habe ich jetzt einmal komplett neu gerandomized, also fast komplett neu. Und in den ersten Parts, die wir hier machen werden, werde ich alles Gelabere skippen. Also ihr seht nur Kämpfe, Pokémon fangen und bis wir bei der ersten Arena sind. Also nicht so 8 Parts, sondern ich plane mal so 3 bis 4 ein, so vielleicht noch nur 2, mal schauen wie es wird. Das heißt, wir gehen ins hohe Gras, dann kriegen wir unsere Pokémon und dann skippen wir das Gelabere und sehen uns, sobald wir Pokébälle haben. Aber zur Randomizer. Erstmal ist es genau das wie letztes Mal, jedenfalls, dass wir halt jetzt 3 randomized Starter-Pokémon kriegen. Alle Pokémon haben von Anfang 4 random Attacken. Also eigentlich ist es fast dasselbe. Der einzige Unterschied ist... Ah, hier ist ein Lampi hier. Och du Scheiße, was ist... Ey! Das ist ja alles Scheiße! Ja, Kokobeil. Ich will ein Lampi. Nee, will ich... Will ich ein Lampi? Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist gut gegen der, das ist die Scheiße gegen die erste Arena, haben sie sich auch gewendet. Heißt, wir nehmen Lampi. Freibaum. Habe jetzt auch nicht lange überlegen müssen. So, wie gesagt, alle haben wieder gerandomized Attacken. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Am Anfang wird kein Wonder Guard existieren, also die Fähigkeit, von der ich. Das ist ein Nachweis. Das hört sich spannend an. Jetzt hab ich's vergessen. Oh Gott, jetzt hab ich's vergessen. Wonder Guard ist ja das, was hier Ninja Tom hat. Das heißt, nur sehr effektive Attacken können dich killen. Und stellt euch mal vor, wir haben jetzt zwei Pokémon. Und keins davon kann eine Feuer-Flugattacke. Also nichts, was gegen Käfer effektiv ist. Was ja mit Lampi schon mal der Fall wäre, oder? Ist Käfer effektiv? Weiß ich nicht. Das wäre natürlich kacke, dann könnten wir nicht gewinnen, ne? Also habe ich das am Anfang ausgestellt. Und wir können auf den Routen jegliches Pokémon eintreffen. Also nicht wieder gleiches Level oder auf Deutsch, wie ich so schön sage, zwei Bidizas, sondern halt jetzt auch ziemlich, ja, ne? Ja, das ist halt die Grundsache. Und wie gesagt, ich werde jetzt bis zum Dings schneiden. Denke ich mal. Also, ach so, ja, den Spitznamen, ich denke, den, da werde ich dem Gandalf G, der Gute, weil er ja von seinem Traumato ziemlich angetan schien, werde ich nochmal Gandalf G ins Leben rufen. Vielleicht gefällt ihm der Lampi besser, schauen wir mal. Natürlich auch wieder die Entwicklung gerandomized. Also bis zum Namen geben. Hier nochmal der Beweis für alle, die mir nicht geglaubt haben, auf dem Weg zum Professor ist mir gerade ein Seeong begegnet. Ich werde Lampi jetzt noch nicht trainieren, das heißt, ich werde versuchen zu flüchten. Aber hier der Beweis, dass wir auf jeden Fall nicht mehr nur Bidizas antreffen werden. Hier ist ein Seeong, also alles ankommt. Hä? Kleine Frage, Leute. Ist Lampi ein entwickeltes Pokémon? Hä? Hat das nicht nur Lantern als ein... Ich bin jetzt gerade beim Professor und alles. Ich wollte eh gleich wieder anfangen und alles. Aber, hier ist der Spitzname. Das ist doch noch nicht entwickelt! Was labert der für Schwachsinn? Weißt du, beim letzten Durchspielen habe ich es ja verstanden. Dass er da gesagt hat, yo, ja, ist ja schon entwickelt, weil da hatten wir Granbull. Das ist ja eine Entwicklung, aber... Hä? Okay. Was ich vielleicht noch als wichtige Regel ansprechen sollte, das wollte ich eigentlich, deswegen bin ich eigentlich wirklich da. Nämlich, dass es trotzdem noch eine kleine Regeländerung gibt, die vielleicht gar nicht mal so unwichtig ist. Ich darf jetzt, und darauf hatte ich gehofft, dass ich das schon beim Dings ansprechen kann, beim Pokémon auswählen, auch Legis ins Team nehmen, weil ich fand das halt ein bisschen unfair, dass ich das nicht darf. Und wir haben ja gesehen, wie stark so ein Arktos sein kann. Also dachte ich mir so, für meinen zweiten Versuch darf ich das jetzt schon mal machen.
Und außerdem möchte ich auch noch was sagen, wenn das jetzt hier nochmal scheitern sollte, egal wann, lass ich's bleiben. Wenn es jetzt nochmal sehr früh scheitern sollte, heißt wieder beim ersten Arena-Leiter oder irgendwo in der Nähe, dann kommt es auf euch an, dann mache ich auch nochmal eine Umfrage, wie es weitergehen soll. Aber ich habe nicht vor, noch eine zu machen, weil es ist halt dann einfach, dann zeigt's mir, das Spiel will einfach nicht, dass ich eine Randomizer schaffe. Ich meine, wenn jetzt wieder ein Drachenwut kommt, kann ich nichts dafür. Ne? Eine Drachenwut entscheidet am Anfang das Spiel. Aber du kannst halt leider auch nicht in den Randomizer einstellen, so Attacken und dann sagen, ja, Drachenwut, Early Drachenwut verbieten. Du kannst Early Wonder Guard verbieten, aber nicht Early Drachenwut. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ja. Also wir sehen uns dann beim ersten Pokémon fangen. Boah! Oh! Ey, Alter Schwede! Boah! So, da kommen wir zum Fang-Tutorial, Leute. Ich habe wahrscheinlich gerade meine schöne Compilation gesehen, die ich vielleicht doch nicht zusammenschneiden werde, wo ich Millionen Pokémon gefunden habe. Und da irgendwie nur alles einmal gerandomized wird gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja, alles so. Also auf der Route werden so drei Sachen gerandomized. Was kann denn du für Attacken? Die Masse, Riechsalz, Hornattacke, du kannst mal. Lol, Morgen. Ich weiß jetzt schon, dass wir auf der einen Route. Also, ich weiß, was ihr da für Pokémon kriegen können, aber natürlich sage ich es euch einfach nicht. LOL! Anklang ist eingeschlafen. Ah, seine KP haben abgenommen. Nein. Haben seine KP abgenommen? Seht ihr? Seht ihr da was? Haben sie seine KP abgenommen? Egal. Ich möchte eigentlich in dieser Folge jetzt. Die Route, auf der ich gerade bin, im Pokémon fangen. Ach so, da muss ich jetzt mal vorbereitet wie immer, nämlich super. Erstmal schön gucken, ob jemand mal einen Kommentar unter dem Video geschrieben hat. Andernfalls habe ich ein Problem mit dem Namen wieder. Ja, bla 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 bla. Sorry Leute, gleich wieder da. Tja, keine Kommentare. Das heißt, ich hätte wenigstens einen Text skippen können. Das heißt, ich werde für die Pokémon Probleme haben. Also, wir machen jetzt diese Route, die davor und das Wahrheitsufer oder See der Wahrheit. Und dann mal gucken, wie es noch mit. Ich kann halt die Zeit jetzt nicht einschätzen, weil ich gerade relativ lange schon aufnehme, aber halt vieles rauskacken werde. Holy shit! Holy fuck, Rolly! Traummagil! Das war wahrscheinlich wieder irgendwann so ein Mystic-Man oder sowas. Das sehe ich da jetzt schon kommen. Achso, ich sollte mir vielleicht mal die Stats von Viech die anlegen, von Gandalf und Lampi. Ich dachte gerade, du willst es. Okay, es kann funktionieren. Also die Challenge geht offiziell hiermit los. Sollte ich sie jetzt verlieren, dann schmeiße ich den Part sowieso weg. Komm, fang. Ah, das ist doch nicht dein Ernst. Ich kann ihm halt nicht mal einen Zustand geben. Also, ich kriege hier gleich Zustände, aber. Ey. Ich möchte ihn jetzt bitte nicht verlieren. Wir müssen ja noch Aufnahmen sonst. Oh, ich möchte auch nicht schon wieder alle 5 Pokebälle an den Encounter verwenden und ihn dann nicht kriegen. Traummagil, du Arschloch. Nur so ein Alter. Ich kann jetzt keinen Lunar-Dingsbums machen, weil Psycho hat auf Geist gar keinen Effekt, oder? Es schlug fehl. Okay, gut, dann muss ich nochmal durch. Ich glaube, ich kann die Challenge aufgeben. Fange ihn! Yes. Ich war gerade richtig ängstlich, ey. So, also Traummagie kann schon ein paar Attacken.
magisch. Das ist Harald Potter. Harald. Ja, gut, Potter wird schwer. Na gut, dann machen wir einfach nur. Dann machen wir einfach nur Harald draus. So, nur ich, ja, Harald. So. Harald ist im Team. Gut. Schnell zum Pokécenter, dann gucken wir uns mal an, was unsere beiden so drauf haben. Dann sehen wir uns beim nächsten Encounter. Aber natürlich gucken wir uns das erstmal an. Ich bin natürlich auf jeden Fall schon mal zufrieden, dass wir wenigstens mal ein paar Pokémon fangen. Ich hoffe auch, dass ich das durchziehe, aber ich habe halt auch nicht so viel Geld am Anfang im Spiel. Heißt auf Deutsch, ich habe jetzt nur zwei Bälle. Also klar, Gandalf hier, Attacken kennen wir ja. Och nee, doch. Wirklich? Ich habe mich schon gewundert, warum ich vorhin so viele Encounter kriege. Hier seine Fähigkeit. So ein Spast. So, dich. Du bist Spezialangreifer. Das ist interessant. Okay, du. Quetschgriff, Barrierefund und Giftschweif. Naja, ist ja nicht das Stärkste. Und auch spezieller Angreifer. Ach, was ich gucken wollte. Was macht. Na. Nein! Anwender geht K.O. Gut! Super! Ja! Okay! Ich weiß nicht, aber ich glaube, das mache ich nicht. Ich bin mir da noch nicht sicher, aber ich glaube, das meine ich nicht so. Ich gehe jetzt noch schnell Pokébälle kaufen und dann sehen wir uns beim nächsten Encounter. So, auf der nächsten Route, also auf der jetzt kommt, können wir verschiedene Pokémon treffen. Seong, Granbull, Togetic und Mauzi sind die Encounter. Und wir kriegen Togetic! Ja, weil es ist ja irgendwie immer so, dass beim Betreten, oder dass am Anfang halt für jede Route irgendwie 4 oder 5 oder 6 oder Millionen gerandomized werden. Und ja, dann kann man schon eine fangen. Soll ich Rattata einsetzen? Nein. Wenn ich diese Attacke bitte gleich raushauen, das ist kacke, ist das, ey. Ich setze Giftschweif ein. Bitte nicht vergiften. Schauen wir mal, willst du ihn vergiften? Nee, willst du nicht vergiften. Okay, es kann Hammer. Ich möchte jetzt eigentlich aber mein Gandalf nicht verlieren. Bitte, bitte. Ich habe jetzt Angst, dass ich ihn kille, deswegen setze ich einfach jetzt schon. Weil wir haben jetzt 7, also ich habe noch 5 gekauft. Bleib einfach drin. Ich meine, das ist Level 2, jetzt dürfte er reichen. Meine Lucia hat ja vorhin auch ein, Pidgeotto gefangen mit vollen KP. Und Togetic ist ein bisschen stärker, also reicht der Abzug. Ich hole gleich mein, Viech die rein. Wie heißt's? Traummagie, mein Harald. Ist der das erledigt? Goddammit, ich dachte jetzt, dass die Pokémon das mögen, wenn ich ruhig bin, wenn während diese fangen. Aber. Okay, ich hole jetzt meinen Harald ein, jetzt reicht's. Bitte nicht falsch verstehen. Ich hole meinen Harald rein hier. Ja, kinderfreundlicher Kanal, natürlich. Das ist ja vielleicht gar nicht mehr irgendwas zu viel. Ach ja. Oh, hat das Freunde beworfen, tut mir leid. Giftschweif, Barriere von Quetschgriff, na, okay. Komm, ich will nicht schon wieder alles an dich verlieren. Bitte bleib drin, ne? Bitte. Oh, fuck you! Ah, oh, ich hab nicht so viel Geld, um mir mal wieder Pokéballs zu kaufen. Das ist nur Level 3. Ich glaube, ich kann noch ein Ding riskieren. Wisst ihr, was ich jetzt. Warte, warte. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich riskiere es. Okay. Ach nee, ja, außer zu 3. 3. So. Im roten Bereich, wir haben noch 4 Bälle, hätte ich vielleicht erst machen sollen, bevor ich meine Bälle habe. Egal! Get him! Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Mir fehlt irgendwie die 4. Attacke bei dir, weißt du das? Mir fehlt die 4. Attacke bei dir. Jeder hat 4 Attacken, jeder muss 4 Attacken haben. Warum willst du deine 4. Attacke nicht einsetzen? Ist das so eine starke Attacke, die du da einsetzen willst? Goddammit, I hate you!
Boah! Der zweite Versuch geht schon wieder richtig geil los. Ah, fuck you. Mann! Nein, die andere. Ah, zwei Pokebälle, genau zwei Pokebälle! Zwei! Wenn er jetzt nicht drin bleibt, das kann nicht wahr sein, oder? Komm. Ja! Jetzt haben wir noch genau ein Pokémon, also muss ich wieder welche kaufen gehen, da habe ich noch genau 1000 Geld. Da ich wieder wahrscheinlich nicht kaufe. Freude! Weil mir jetzt nicht einfällt, bist du einfach Tick-Tack. Klar, weil Tick und... Oder ich könnte einen Flachwitz machen und sage, er heißt nicht Togetick, sondern Togetack. Okay. Machen wir weiter. Pokécenter und dort sehen wir uns. Und damit sind wir schon wieder zurück. Und schau mal, was es noch für eine Attacke kann. Unser gutes Tic-Tac. Es kann von Tränen, ui. Krasses Viech. Du bist bestimmt jetzt kein spezieller Angriff, sondern physisch. Ah, du bist doch spezieller Angriff. Also davor habe ich Angst, wenn er das bei mir eingesetzt hätte. Ich war so relativ selbstsicher, dass mein Landturm, das hätte wahrscheinlich kaum Damage gemacht, weil mein Landturm halt kaum schwach dagegen ist. Gut, geh noch ein Pokéball kaufen und wir sehen uns am See der Wahrheit wieder. Und da sind wir vor unserem nächsten Encounter auf geht's. Das ist der letzte Encounter für die Folge wahrscheinlich. Ich werde dann wahrscheinlich noch ein paar Trainerkämpfe machen, weil ich noch nicht weiß, wie lange die Folge ist. Habe auch zwischendurch jetzt Taubsee. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. So, ich habe jetzt natürlich zwischendurch auch nicht geguckt, ob jetzt wieder mal was Neues zu den Parts geschrieben wurde. Also, ja, ich habe jetzt zwischendurch eine Pause gemacht, weil ich nicht unendlich viel Zeit habe im Leben. Und ja, das war mal wieder hier super Commentary auf dem Kanal. Ich bin jetzt auch einfach in die Folge straight reingejumpt, also nichts überlegt und gar nichts einfach gemacht. Und der Encounter ist für den Arsch. Super! Aber noch finde ich das nicht so schlimm. Was hätten wir denn noch kriegen können? Ah, noch so ein Fuckviech, nee. Also die Route ist uns anscheinend nicht freundlich gesinnt, nee, ganz so. So, und dann sehen wir uns dann bei den ersten Trainerkämpfen wieder. Und bevor ich da hingehe, sage ich euch gleich, ich werde jetzt Tic-Tac vorschicken und es richtig spannend machen. Also, wir schauen mal, wie ich es mache. Ich werde sie auf jeden Fall nicht hochtrainieren. Bis dahin. So, Leute, da befinden wir uns auch schon vor dem Trainer, der damals Dickmaus oder Dicky, einen von beiden Bedizas gekillt hat. Und den machen wir jetzt fertig. Ja, aber der hat einen Level 5er, das, also wenn das jetzt noch geblieben ist, hat er noch einen Level 5er, deswegen kommt Gandalf vor und Void. Ja, jetzt hör auf zu labern. So. Wer ist denn heute unser Gegner? Ich habe ja auch Namen und Klassen gerandomized. Writer Alex, okay. Jurup wird von Writer Alex in den Kampf geschickt. Ich habe unterwegs auch ein bisschen gelevelt, auch wenn ich ja eigentlich gesagt habe, ich wollte nicht, aber ja, die wilden Pokémon lasse ich nach dem Fall mit der ersten Arena nicht einfach mehr so, nicht mehr so einfach liegen. Mach mal Energieball. Übrigens finde ich jetzt nicht schön, dass unser Traunmagil, also unser Harald, dass der nur physische Attacken kann, aber speziell stark ist und physisch eher nicht. Ja. Ey, machst du immer bitte keinen Stress? Ich finde die Kampfmusik irgendwie so geil. Okay, Nico, du kannst schön Musik mitsummen. Das ist also das ist eine Kunst, die hätte ich von dir nicht erwartet. Gut.
damit hätten wir auch den besiegt. Und Gandalf erreicht Level 6, jawohl. Natürlich sind auch wieder Attacken, ist alles gerandomized, bis auf die Typen, also Stahl. Ah ne, der kann Eisenschweif. Ach Gott. Ja, ist ja klar, ne? Lunatans. Ich wollte jetzt erstmal überlegen, soll ich Eisenschweif raus, ja doch, Eisenschweif raus und dann, du hast doch Lunatans. Das kann ich eh nicht verwenden. Also, könnte ich schon, aber warum sollte ich? Zu stark, einfach zu stark. Ja, uns Geld ist wichtig, wir brauchen langsam wieder Geld für unsere Pokébälle. Auf zum nächsten Trainer, der nämlich um die Ecke steht, deswegen kann ich nicht. Ah, jetzt habe ich Gandalf vorgelegt, das war jetzt vielleicht nicht schlau. Ein Kampf bitte, nö. Ja, der hat zwei Pokémon, das war jetzt nicht schlau. Jawohl! Guten Morgen, Regirock, hey! Legi Nummer 1 gesichtet im zweiten Versuch jetzt. Aber auch das ist für uns kein Problem, weil wir haben ja zwei Stahl- und eine Pflanzenattacke. Und die Pflanzenattacke hittet. Yes. Ich habe halt jetzt wirklich, ich habe bei jedem Pokémon, was ich sehe, Angst, dass das Drachenwut kann. Vor allem, wenn es schneller ist als wir, aber Regirock wäre jetzt nicht das Problem. So, Gandalf kriegt ein bisschen EP. Das wäre jetzt natürlich für die anderen sinnvoller gewesen, glaube ich. Level up? Nice. Gandalf geht wieder ab hier durch die Decke. Kamerup. Ja, hier, Tic-Tac hat von Tränen. Hat eine Wasserattacke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Tic-Tac. Ach, die Animation von dem dauert immer so lange. Das nervt. Und Tic-Tac steht ja auch vor Level 5. Ja, ich habe glaube ich, drei Pokémon bekämpft. Ich hätte vier bekämpfen können, aber ein Lucario hat einfach Brüller eingesetzt und da war es frei. Also, ja, alles gut. Von Tränen! Das habe ich gar nicht geguckt, ob Tic-Tac überhaupt physisch oder speziell angreift. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber egal. Das Kamerupt ist down. Wir haben wieder einen Trainer easy besiegt. Und wir könnten die erste Route geschafft haben, ohne dass ein Pokémon stirbt. Ey, ich weiß nicht, was mit Tic-Tac falsch ist. Ein Igler. Ha, was könnten wir denn verlernen lassen? Aussetzer. Aussetzer gegen ein Igler? Nee, Aussetzer kann taktisch sein. Na ja, gut, ein Igler auch. Nein! Ein Igler nicht lernen. Togetic rastet einfach übelst aus, auch nach dem ersten Kampf. Togetic war Level 2. Ich glaube, es war ein Granbull, das war Level 3. Togetic 2 Level aufgestiegen. Und der, jetzt gerade der Kampf wieder 2 Level aufgestiegen. Wieder ein Traummagier. Ja, wir sind beim nächsten Trainer. Trainer Nummer 3. Und dann denke ich, beende ich die Folge, sobald wir mit Lucia im. Sobald wir das Pokécenter in Jubelstadt besucht haben. Oh Gott. Relaxo. Welches selbst nur? 5. Okay, ich schicke Harald jetzt rein. Okay, wir müssen das jetzt versuchen. Harald muss aufholen. Die anderen zwei sind schon über Level 5, Harald noch nicht. Und Harald ist schneller. Ja, gut, ist ein Relaxo. Aber Quetschgriff macht erstmal schön Damage, Kappa. Oh shit. Okay, es ist nicht sehr effektiv. Zornklinge macht viel Damage, jetzt müssen wir uns beeilen, den Fall. Das wird jetzt kacke. Nein, Zornklinge darf nicht weiter treffen. Zornklinge ist böse. Das macht immer doppelt so viel Schaden, jede Runde, die es trifft. Ich mache jetzt eine Barriere. Ja gut, dann winkt mir auch eine Barriere nichts, Nico. Oh Gott. Komm, daneben. Nein, warum? Zornklinge ist der zweite Angriff, der richtig scheiße ist, finde ich, für so früh im Spiel. Ja, wohl eigentlich ist er immer scheiße. Der macht halt immer doppelt so viel Schaden. Komm, vergift ihn wenigstens. Okay. Okay, er hat jetzt seinen Damage erstmal unterbunden. Jetzt ist seine Zornklinge nicht mehr am Verdoppeln des Schadens. Ich habe halt keine Wahl. Na, hör doch auf mit der Zornklinge, du Hurensohn. Hä? Wieso macht das auf einmal so viel? Das muss in Folge eingesetzt werden, hallo? Spiel, verarsch mich nicht, das muss in Folge eingesetzt werden.
Oh Gott. Hier kommt Himmelhieb. Volltreffer! Nein! Schaffst du einen Himmelhieb? Okay, wenn Harald keinen Himmelhieb schafft, ist... Moment, ein Himmelhieb ist, hat überhaupt keinen Effekt, was mache ich mir Sorgen. Aber ein Himmelsfeger, Nico. Ein Himmelhieb sieht nämlich anders aus. Und ein Crit. Gut. Ja, wir sind leider doch nicht durchgekommen ohne einen Toten. Schade. Aber das war jetzt meine eigene Dummheit. Ich war am Spiel mit dem Gedanken, ob ich auswechseln soll, und dann dachte ich mir, hey, pass mal auf, ne? Also, verpiss dich mit deiner Zornklinge. Hallo, mach mal nicht so viel Damage. Ich dachte mir so, hey, Himmelhieb, ist ja eine Kampfattacke, Himmelhieb, hat ja gar keinen Effekt auf Traunmagie. Aber Himmelsfeger ist keine Kampfattacke. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem er es eingesetzt hat. Ach Mann! Na gut, aber ich muss sagen, das Traummagier fand ich jetzt auch nicht so das Beste. Es hat halt überhaupt nicht gut gepasst, fand ich. Also. Guck mal, alle unsere Pokémon haben passende Angriffe, sag ich mal. Also, Togetic ist ja jetzt hier, hat ja jetzt. Gut, hat auch einen höheren Spezialangriffswert, aber der hat ja auch von Tränen zur Not. Ja. Gut, ich kann die Route jetzt noch laufen. Da das eh die letzte Route sein würde, lasse ich das jetzt einfach noch mitlaufen. Hier ist ein Panekon. Ja, ich lasse keine EP mehr liegen. Nicht nach dem, was in der... im ersten Versuch von der Randomizer passiert ist. Lass ich nicht mehr liegen. Es sei denn, ich mach keinen Damage. Taucher. Okay. Den kann ich natürlich auch nicht treffen. Was tun? Gibt schon. Was soll ich machen? Ich hatte jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Aber das ist uneffektiv. Vierfach sogar, glaube ich, weil Wasser-Elektro. Er ist leichter Stahl. Stahl auf Käfer. Lass mal Effektivität überprüfen. Also Pflanze weiß ich, aber... Okay, Stahl ist normal effektiv. Das muss ich merken. Hier ist man schon richtig auf dem Wische, aber... Weißt du, so solche wilden Pokémon kämpfe, die nerven. Einfach nur. So, ach ja, Commentary ist bei mir schon echt stark. Also manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt Commentary, ob ich würdig bin, überhaupt richtig Commentary zu machen. Aber das ist ja keine wirkliche Komplettfolge. Ich schneide ja nur, weil ich keinen Bock habe, euch nochmal das alles vorzulesen. Also, okay, die EP hätte ich liegen lassen können. Goddammit. Ah, Lucario. Mal. Aber Lucario dürfte ja viel EP geben, deswegen lasse ich den nicht liegen. Warum ist das uneffektiv? Auf Lucario ist irgendwie alles uneffektiv. Ne, wirklich, warum? Warum ist normal auf Lucario uneffektiv? Lucario hat doch nur den Typen Kampf, oder? Es ist Kampfgestein. Und selbst wenn es Kampfgestein ist, wäre Energieball sehr effektiv. Na klar. Attacke geht daneben. Hau ihn jetzt tot. Was hat Lucario für einen Typen? Es hat keine Wirkung. Worauf hat denn Dings keine Wirkung? Hi, kannst du mal treffen? Dom?
Den Kampf lasse ich jetzt drinnen. Alter, den lasse ich jetzt nicht drinnen. Oh, ist sogar Lachs, oh lol. Okay, ein Kopffossil, einfach mal so, nicht schlecht. Alter! Ich glaube, ich muss Dings vorne wegnehmen hier, Gandalf. Wegen seinem Erleuchter treffe ich übelst viele wilden Pokémon. Okay, dann kommen wir jetzt in Jubelstadt an. Ja, fängst du Pokémon. Ich denke, du würdest sie bestimmen, wenn du mehr fangen würdest. Ja, ja, das ist spannend, was du mir erzählst. Das lese ich mir jetzt alles durch. Bei mir ist mir schon mal durchgelesen. So. Also, auf in dem Pokémon Center. Ich schwöre, auf in dem Pokémon Center, Alter. Und wir richten uns die Ripbox ein. Tja, Harald. Auch du hast nicht lange gehalten. Und dennoch, muss ich sagen, haben wir einen erfolgreichen Part, denke ich, hinter uns. Zwei starke Pokémon, zwei Level 7er. Und diesmal muss ich, denke ich, nicht auf diese extra Route, wo wir in dem ersten Part oder in dem allerersten Try Malarmen gefangen haben, gehen, weil jetzt habe ich ja eine Safe. Scheiße hier. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen vom neuen Part. Beantwortet wie immer die Videofrage, um ein Pokémon in diesem Let's Play zu werden. Andernfalls werden wir nur Haralds kriegen wahrscheinlich. Also bis dann und ciao.